Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. So, das ist die zweite oder das dritte Video, dass wir uns mit Tabellen beschäftigen. So, beim ersten Mal habe ich euch grundlegend die Tags gezeigt für HTML. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, dass viele Designelemente aus CSS eben auch für die Tabelle gelten, also dass man die nahtlos übernehmen kann. Und diesmal möchte ich euch zwei Properties zeigen von CSS, die typisch für Tabellen sind, die für andere Sachen so nicht existieren, und zwar einmal Border Spacing und Border Collapse. So, und wir gehen gleich in unser Programm hinein, um so ein paar Hintergrundsachen auch zu verändern. So, als allererstes möchte ich aus der Tabelle, zu der ganz normal definierten Tabelle, möchte ich jetzt eine Klasse hinzufügen, so dass ich das gleich auch noch unten definieren muss. Dann möchte ich der Tabelle separat die Border zuweisen, also den Rand. So. Upsala, jetzt habe ich das hier rausgelöscht. Das sollte natürlich nicht sein. So, und dann können wir hier unten auch die beiden Elemente zusammenziehen. So, die Höhe und die Breite sollen gegeben bleiben. So, gut. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, dann müsste unsere Tabelle erstmal gar nichts getan haben, außer dass sie jetzt innerlich etwas anders aussieht. So. Nee, da ist noch irgendwas falsch. Was habe ich falsch gemacht? Ah, okay. Ich habe vergessen, die Klasse zuzuweisen. Das sollte ich noch machen. Class ist gleich T1. So. Gut. Wir nehmen hier auch gleich mal aus der Table, aus der Tabelle, nehmen wir das Border Radius raus und setzen uns das oben hinein. Und dann bitte ich euch mal hier die letzten drei Werte zu löschen, sodass wir also eine sehr runde Tabelle haben. So, das ist das Erste, was ich noch verändern wollte. So, und das Zweite ist, dass wir hier aus dem ersten Element von unserer Tabelle, dass wir dort die Hintergrundfarbe rausnehmen und die oben für alle unsere Tabellenelemente gelten lassen. So, damit kann hier auch aus dem ersten Element das Style weg. Und ich kann auch den Border Radius hier mal rausnehmen und den hier oben reinsetzen. Und damit kann ich auch die Definition des zweiten Tabellenelementes kann ich weglassen. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte hier noch so ein bisschen was deutlicher haben, dann könnt ihr das Yellow Green auf Green setzen. Denn auf dem Gold sieht man das Yellow Green nicht so gut. So, und wenn ihr das alles gemacht habt, dann sieht unsere Tabelle jetzt, so soll sie aussehen, ne? So, und ihr seht im Hintergrund der Tabellenrahmen insgesamt, der ist relativ weit verschwunden. So, und wenn ich da jetzt noch eine Hintergrundfarbe reinsetze, dann sieht das nicht besonders schön aus, aber wir können das auch mal machen. So. Background Color Doppelpunkt und dann nehme ich mal Sky Blue. So, einfach nur um zu sehen, wo sitzen denn die Tabellenelemente. So, und jetzt habt ihr den Hintergrund, habt ihr so in einem Himmelblau gezeichnet. Das ist so ein bisschen so ein Wachtelgrau, würde ich da eher zu sagen. Ein bisschen blaugrau. Gut, so. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch weiter gestalten können. Das Erste, was ich euch jetzt zeigen wollte, ist Border Collapse. Collapse. Und normalerweise hat er den Wert Separate, also getrennt. Das heißt, dass die Außenlinie von den Elementen und der Rahmen von der Tabelle getrennt gezeichnet werden. Durch so eine kleine Lücke.
Und die, ihr seht jetzt zum Beispiel hier oben, also über diesem zweiten Element, und da gibt es eine kleine Lücke. Kann man jetzt natürlich wegen der Rundung hier an den Seiten nicht so gut sehen, aber oben und unten sieht man sie schon. Das ist der normale Zustand auch. Und jetzt kann ich zum Beispiel eingeben Collapse. Und dann werden die deckungsgleich behandelt. So. Und ihr seht, hier passieren so einige Sachen, die sind so ein bisschen komisch. Und zwar erstens gibt es jetzt ganz normal die Außenlinie von der Tabelle. So, die ist strikt viereckig. Das ist das eine. Die Elemente selber, die hatten wir ja mit so einem runden, runden Ecken gezeichnet, füllen dann diese Außenlinie nicht auf. Das heißt, die sind jetzt irgendwie nicht deckungsgleich. Und der Hintergrund, die Hintergrundfarbe, dieses Sky Blue, das wird auch nicht bis in den Ecken hinein gezeichnet. Das heißt, die Hintergrundfarbe oder der Hintergrund richtet sich nicht nach der Vordergrundform von den Tabellenelementen. So, und das ist eine Schwierigkeit. Also damit muss man umgehen. Das wird nicht vollständig getrennt behandelt, es wird aber auch nicht vollständig ineinandergehend behandelt, also dass man sozusagen so eine Eindeutigkeit hat. Und da müsst ihr, falls ihr so etwas gestalten wollt, ein bisschen herumspielen. Ich denke mir, dass man damit ganz interessante Effekte machen kann. Gut, aber das ist jetzt erstmal so das, was Border Collapse macht. Border Collapse macht die Außenrahmenlinien wieder eckig und schiebt die ganzen Sachen zusammen. Das heißt, die Rahmenlinien überdecken einander. Also, dass das Grün hier, diese grüne gepunktete Linie über den schwarzen Linien sitzt, liegt daran, dass die im HTML-Dokument oder im Stylesheet als letzte auftaucht, nämlich hier unten als Inline-Style. Das heißt, wenn ihr sagt, ich definiere allgemein den Rahmen für eine Tabelle mit einem Pixel und durchgehend und schwarz, so, dann wird das erstmal für die gesamten Rahmenlinien gesetzt. Und wenn ihr dann bei einem Element sagt, mit einem Inline-Style, nein, da soll aber jetzt der Rahmen, der soll anders sein, so, dann wird das da drüber gelegt. Also tatsächlich wird das gesamte HTML von oben nach unten eingelesen, auch das Stylesheet. So, und was später kommt, wird auch später gezeichnet. Das heißt, das ist dann sichtbar. Gut, so, das ist das eine, was ich euch zeigen wollte. Und jetzt zeige ich auch noch das Border Spacing. Doppelpunkt 20 Pixel nehmen wir da an. Und das führt jetzt zu einem Abstand von 20 Pixeln zwischen den Elementen. Hier allerdings nicht. Und ihr werdet wahrscheinlich schon ahnen, warum. Und zwar, weil immer noch die Linien oder die Rahmen zusammengefügt werden und dann kann ich kein Spacing dazwischen machen, also keinen Abstand dazwischen setzen. So, und dazu muss ich jetzt das Border Collapse wieder auf seinen normalen Wert setzen. Also ich tippe hier entweder einen Separate oder ich lösche einfach die ganze Zeile, weil der normale Wert dann automatisch gesetzt wird. So, und jetzt sind die Linien wieder getrennt zwischen den einzelnen Elementen. Und wenn ich das Ganze lade, dann sieht das so aus. Und ihr seht, dass ich nach oben und zwischen den Zeilen und nach unten habe ich 20 Pixel Abstand. Also jetzt müsst ihr, ich vertraue dem Computer auch, ihr müsst mir vertrauen. So, wir nehmen an, dass 20 Pixel Abstand sind. Und ihr habt von links nach rechts habt ihr 20 Pixel Abstand. Wenn ich das jetzt hier zwei Werte setze und ich sage mal, hier mache ich mal 2 Pixel, ich mache mal einen deutlichen Unterschied. So, dann habe ich den ersten Wert, der ist für die horizontale Linie zuständig, die X-Achse, also von links nach rechts. Und der zweite Wert ist für die vertikale Linie, die Y-Achse oder von oben nach unten zuständig. Und dann habe ich unterschiedliche Abstände.
So nämlich, ne? Und so kann man die Tabelle gestalten. Es gibt keine Möglichkeit, über solche Tabellenbefehle selbst nochmal unterschiedliche Abstände einzuführen. Dazu müsste man dann mit den Elementen selbst herumtricksen und müsste gucken, dass man die noch irgendwie innerhalb gestaltet. So, vielleicht zeige ich euch das auch nochmal irgendwann. Ich halte es bloß für relativ nutzlos, weil uns HTML und CSS andere Möglichkeiten bieten, dann nochmal solche Variablen und vielleicht auch verschiebbaren Elemente herzustellen. Dazu sind Tabellen wirklich nicht gedacht. Gut, aber erstmal habt ihr jetzt so einen Einblick bekommen, was man hier noch mit Tabellen gestalten kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare hinein. Ich werde so schnell wie möglich antworten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch noch mehr Strukturmöglichkeiten von HTML aus für die Tabelle. Bis dann.